hier, BB2K Airsoft Channel. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute packe ich einen Elektro-Tacker aus. Darf echt nicht wahr sein. Unbelievable in meinem Kanal. Elektro-Tacker gehen eigentlich überhaupt nicht. Aber ja, das Ding ist hier eins von meinen vielen Ausnahmen, die ich mache, wenn ich mal einen Elektro-Tacker haben will. Ihr wisst, ich bin absoluter Gas-Blowback-Junkie. Da geht echt nichts dran vorbei, ja. Außer beim Spielen. Da nutze ich diese Stromfresser, weil es einfach nur vorteilhaft, ja. Gebe ich echt zu. Und sogar auch noch AR-15-Plattform. Ich weiß, Schande über mein Haupt, aber zum Spielen einfach optimal. Gas Blowback, da muss man halt so viele Abstriche machen. Allein schon erstmal der Sound, ja. Zip, 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 statt dun, 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 dun. Das ist das Erste. Ja, was mich eigentlich stört, und das Handling, ja, dass man halt einen Elektro-Tacker hat, man schmeißt da die Bibis rein und tackert da einfach fröhlich drauf los, ohne irgendwie dieses Feeling zu haben, einfach, ja, ich sag mal, eine Waffe in der Hand zu haben und die zu bedienen wie eine Waffe, das ist einfach wirklich, ja, wie ein Elektro-Tacker. Magazin reißen und losgetackert. Die Lösung habe ich hier vielleicht in meinem Karton, ja, denn heute stelle ich euch vor, GBLS, DAS, GDR15. Absolut viele Abkürzungen. GBLS ist der Hersteller aus Taiwan. DAS ist das System, Dynamic Action System. Und GDR15 nennt sich das gute Stück. Eine AR15-Plattform als Elektro-Tacker. Ich fasse es nicht. Aber das ist hier wirklich was Besonderes. Allein schon der Preis, 1898 Euro kostet das Ding. Und zwar ist es wie so eine Art neuer Entwicklungsversuch, einen Elektro-Tacker näher an eine Gas-Blowback bzw. näher an das reale Vorbild zu bringen. Und das ist hier halt jetzt dieses DAS-System, das Dynamic Action System. Ja, so sieht der Karton aus, ziemlich klein. Ich bin ja mal gespannt, was habe ich hier noch? Lieferschein und Rechnung. Ja, das ist alles, was mich hier erwartet. Es gab von diesem DAS-System schon mal eine Limited Edition vor 2016, anderthalb Jahre oder so, hatte 2500 US-Dollar gekostet, das war ein Puzzle, musste man sich zusammenbauen, gab es teilweise auch für manche YouTuber auch umsonst, die durften das dann testen und durften auch Verbesserungsvorschläge ja, an den Hersteller weitergeben, aber die mussten das Teil zusammenbauen. Das hier ist auch ziemlich klein. Ich hoffe mal, ja, GDR15 ist so, dass ich das hier auch nicht zusammenbauen muss. Ich bin gespannt. Jedenfalls 2500 US-Dollar hat das damals gekostet. Eine ganze, ganze Menge Geld für einen Elektro-Tacker. Das Ding jetzt hier, 1900 Euro. Bisschen besser, aber immer noch extrem schmerzhaft für einen Elektro-Tacker. Ich bin da mächtig gespannt. Ich pack's jetzt mal aus. Denn das soll einem wirklich das Feeling geben. Dieses Gas-Blowback-Feeling, das Kicken und ja auch das Handling. Dass das so ein bisschen mit in diese Elektro-Tacker-Welt kommt. Es gibt ja viele elektronische Gas-Blowback-Systeme, Blowback-Systeme, aber die, ja, kann man eigentlich vergessen. Manchmal merkt man eigentlich gar nicht, dass man das hat. Ja, und jetzt ist es soweit. So sieht der Karton aus. Ein 1900 Euro Karton, den packe ich jetzt aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding hier aussieht. So, ist hier noch eine Anleitung dabei. Ja, achso, das ist gar nicht mal so schlimm. Ich halte es mal rein. So ist das Ganze hier verpackt. Ja, in Schaumstoff gelagert, hier noch mit Klettverschlüssen gesichert. Besteht das Teil jetzt hier auch nur aus drei Teilen. Also ich brauche das nicht so zusammen zu puzzeln wie bei dieser Limit Edition. Wir haben ja also nur Upper, Lower und Magazin. Das hole ich mal raus. Airsoft Mike hatte das ja schon mal getestet und auch Kansep damals vor einem Jahr. Und die Ergebnisse waren ja eigentlich nicht so berauschend gewesen. Wie gesagt, das Ding war da noch in der Entwicklung. Das ist hier, glaube ich, schon Step 3 und das ist jetzt das erste offizielle Modell, was so offiziell zu kaufen gibt. Und es soll halt von der Leistung her schon optimal sein. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, ehrlich jetzt mal, ob das was für mich ist, denn das wäre jetzt eine Alternative, eine richtig teure Alternative. Ja, ich spiele Elektro-Tacker, ist ganz klar. Warum? Witterungsunabhängig, ja.
Ich kann in der Kälte, in der Wärme spielen. Ich habe konstante Leistung dadurch. Es ist wartungsarmer als eine Gas Blowback. Die Magazine sind wesentlich günstiger. 70 Euro Magazin, 6 Stück an Bord. Ja, könnt ihr mal ausrechnen, was man da hier schon am Plattenträger trägt, auch an Gewicht. Elektro-Tacker-Magazine sind wesentlich leichter, billiger und wenn das mal runterfällt, alles gar nicht so dramatisch. Ja, und ihr habt hier nicht so einen Pflegeaufwand. Und es gibt halt eine ganze Menge Vorteile, die halt für einen Elektro-Tacker sprechen. Aber halt da die Emotionen, ja, die fehlen bei diesem ganzen Ding. Und das hoffe ich jetzt, dass es hier mit dem DRS-System weg ist. Ja, ich baue es mal zusammen. Und in der Zeit kann ich euch noch ein bisschen was davon erzählen. Oder nee, ich baue es gar nicht mal zusammen. Ich zeige euch das mal so rein, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze hier funktioniert. Also das ist hier der Lower. Erstmal von den Materialien haben wir hier 6061 Aluminium, also richtig hochwertiges Aluminium. Cerakot-Beschichtung, dass euch das auch nicht so kaputt geht. Das haben wir hier erstmal, sieht das erstmal ganz unspektakulär aus. Haben wir hier die Gearbox. Hier hinten, das sieht schon so ein bisschen anders aus, als man das so normalerweise von so einem Elektro-Tacker gewohnt ist. So, und jetzt kommt das Spezielle. Ich zeige euch jetzt mal den oberen Teil. Ja, haben wir jetzt hier den Verschluss. Den kann man nämlich ganz normal rausholen. Das mache ich mal. Ich hoffe mal, ich erzähle jetzt auch keinen Quatsch. Das ist das erste Mal. So sieht der Verschluss aus. Sieht ja erstmal Gas-Blowback-mäßig aus, oder? Wenn ich das jetzt mal umdrehe. Seht ihr das? Sieht das schon so ein bisschen anders aus? Haben wir hier eine Feder, den Piston. Und das Ganze ist halt das Ganze Geniale. Ich zeige es mal rein. Der Verschluss geht hier nämlich wie beim Gas Blowback den vollen Weg nach hinten. Wir haben ja hier das Zahnrädchen und hier haben wir auch nochmal eine Verzahnung. Die sitzt jetzt hier oben drauf. Wenn ich jetzt den Abzug drücke, wird der ganze Verschluss hier in die Buffer Tube reingepackt. Gleichzeitig der Piston gespannt. Der Verschluss geht wieder nach vorne. Piston bleibt weiterhin gespannt. Und wenn ich den Abzug drücke, wird der Piston gelöst. Ja, und dann pustet die Bibi raus. So gesehen ist es so ähnlich wie bei der PSG 1 von Tokio Marui, dass man im gespannten Zustand abdrückt. Also nicht wie bei den normalen Elektro-Tacker. Wenn ich abdrücke, wird gespannt, losgelassen, sondern hier wird gespannt. Und erst wenn ich den Abzug drücke, wird erst der Piston losgelassen. Also so gesehen schon eine richtig coole Sache. Und hier durch diesen ganzen Verschlusssystem haben wir jetzt hier ja den Blowback. Und ich bin wirklich gespannt. Jetzt baue ich es erstmal zusammen. Ah, ihr merkt, ich bin ganz schön aufgeregt. Der Preis ist heftig. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so gerechtfertigter Preis ist. Es ist wirklich mächtig. Wenn man das so mit anderen Systemen vergleicht, ist das wirklich schon der Wahnsinn. So, mal kriege ich das jetzt wieder rein. Gucken. Ich werde natürlich auch meinen First Try mit dem Teil machen, damit ich euch gleich mal meinen Eindruck geben kann. Denn ja, wir haben hier immer noch einen Elektro-Tacker, also der Sound wird jetzt interessant sein. Man wird wahrscheinlich wieder so hören, aber muss ein bisschen heftiger sein, weil ja hier der Verschluss auch noch arbeitet. Also, ich baue es jetzt mal zusammen. Kommen wir zu den Magazinpreisen. Auch ganz spannend, komischerweise haben wir hier eigentlich auch nur ja, Stahlblechmagazin, ziemlich leicht, wie wir das von Elektro-Tackern kennen. Aber die Magazine kosten, glaube ich, 50 Euro. Oder 60 Euro kosten die Magazine sogar. Verstehe ich persönlich überhaupt nicht. Kein Gastank drin, nix. Ich weiß jetzt nicht, was daran so speziell ist, dass es 60 Euro kostet. Da müsste man auch nochmal gucken, ob es da auch noch Alternativen gibt. Soll ja wohl von der Systema stammen. Der Aufbau kann ich auch nicht so sagen, bin da auch nicht so vom Fach. So, jetzt habe ich es hier. Ja, jetzt kann ich zusammenklappen wie ein normales Gas Blowback-Teil. So, Magazin rein und dann schauen wir uns das Baby mal genauer an. Die Airsoft kommen mit PTS-Elementen. Haben wir hier diesen Handguard mit M-Lock-System aus Aluminium. PTS-Griff, PTS-Stock. Fühlt sich auch alles sehr wertig und stabil an. Rastet auch ordentlich ein. Dann haben wir hier eine Flip-Up-Visierung. Lässt sich auch in der Seite verstellen hier, ja. Klickweise für sehr stabil. Hier haben wir auch nochmal eine aufklappbare Vordervisierung. Hier, diese orangene Muzzle Flash, erschreckt euch nicht. Da ist im Lieferumfang, im Lieferumfang ist natürlich auch noch ein
schwarzer dabei, zeige ich euch auch noch mal rein. Also ihr könnt ja dieses Orangene wegmachen. Ja, 6061 Aluminium, Cerakot-Beschichtung, ordentlich. Jetzt gucken wir uns mal die Markings an. Schön tief eingelassen. Sieht auch wirklich richtig schick aus von der Beschichtung her. Ganz ordentlich gemacht. Ja. Auch nochmal. Und das Interessante ist, das ist, ja, kann man sagen, eine Dual Power Airsoft. Mit Strom wird hier die Feder gespannt, aber ihr könnt auch schießen ohne Akku, indem ihr hier einfach nur den Verschluss nach hinten zieht und manuell die Feder spannt. Ja, probiere ich jetzt alles mal aus. Fangen wir einfach mal damit an. Bin ja mal gespannt. Ich habe hier meine Schutzbrille. Hm, wo ist die denn? Ja, extrem hochwertig. Ich bin mega, mega aufgeregt. So, dann gucken wir mal. Spannen wir mal das Baby. Oh, geht richtig schwer. Na klar, wir müssen hier auch eine Feder spannen. Verschluss bleibt wie bei der Gas Blowback hinten, weil im Magazin, hole ich auch noch mal raus, so sieht das aus. Ein bisschen anders als die normalen Elektro-Tacker Magazine. Bleibt nach dem letzten Schuss hier der Verschluss hinten. Ich habe hier den Bolt Catch, den kann ich drücken und dann sollte es nach vorne schnalzen. Zack, tut's auch. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Na, Sicherung. Hm, ist eigentlich, boah, schwer, oder? Boah, meine Fresse. Ist das ein Abzugsgewicht? Warte, ich muss das nochmal machen. Dann nehmen wir das Magazin mal raus. Das ist ja richtig schwer. Oh, da kriegst du aber Muskeln. Nochmal. Also das Abzugsgewicht ist gefühlt 5 Tonnen. Geht richtig auf den Finger. Ist man so überhaupt nicht gewöhnt. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier mit Strom läuft. Ich mache jetzt mal einen Akku rein. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so schnackelt. Hier, ne? Ja. So. So. Akku haben wir da. 11,1 Volt Lipo-Akku kommt da rein. Haben wir hier an der Seite auch eine Menge Platz, dass das gut reinpasst. So. Ich bin wirklich gespannt von der Leistung her und von dem Feeling bin ich eigentlich noch am meisten gespannt. So, Akku ist drin. First Try. GBLS, DAS, GDR 15, 1900 Euro Elektro-Tacker mit Blowback-Effekt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oh, muss wahrscheinlich einmal durchladen. So, mal gucken. Faszinierend. Unbeschreiblich kann ich jetzt, also man hat diesen Elektro-Tacker-Sound, aber mit einem Knall und man hat wirklich richtig hier einen Kick auf der Schulter. Ich drehe mich mal ein bisschen zur Seite. Faszinierend. Also es ist jetzt nicht so hart wie bei einer HK417 der Kick, aber der Kick ist wirklich spürbar und es ist wirklich unglaublich. Wenn man sich die ganzen anderen Elektro-Blowback-Systeme so mal reingezogen hat, ist ja ganz nett, aber da fühlt man, wird man eher mehr so an der Schulter gestreichelt und hier spürt man richtig was. Man hört auch so ein bisschen diesen Elektro-Sound, also wie hier das Ganze nach hinten gespannt wird, aber halt das Knallen von dem Bolt, wenn er nach vorne geht. Und es gibt halt ja einen speziellen Elektro-Gas-Blowback-Sound, so Sit-Bank, Sit-Bank. Jetzt mache ich nochmal ein Magazin rein, damit ihr seht, nach dem letzten Schuss bleibt jetzt der Verschluss hinten. Geht nicht mehr. Magazin wechseln. Zack.
Also so zu bedienen wie eine Gas Brubeck, eine richtig tolle Sache und ja, muss sagen, bin jetzt fasziniert, cool. Cool, ne? Vielleicht ist dieses, das geht nicht. Also muss hier wirklich den Verschlussfang machen. Und dann an das Abzugsgewicht, okay, muss man sich ein bisschen gewöhnen. Ich muss den Finger nehmen, da habe ich mehr Kraft. Absolut cool, also ich bin begeistert. Mal sehen hier, die. Ja, funktioniert auch. Das Cover springt auf. Geil, richtig coole Sache. Ja, das Teil werde ich mir dann mal in Ruhe reinziehen. Bedanken tue ich mich hier bei Sniper S für dieses Teil. Hammer. 1900 Euro Elektro-Blubeck-Tacker, ja. Also ich bin gespannt, wie das Ding performt, also wie die Zuverlässigkeit ist, wie viel Schuss man hier mit einem Akku raushauen kann, denn der wird wahrscheinlich hier mächtig belastet durch diese ganzen Extras, die hier bewerkstelligt werden müssen. Wie die Präzision ist, wie die Reichweite ist, das ist alles sehr, sehr spannend. Ja, das ziehe ich mir alles rein und dann kommt dann demnächst das Review dazu. Ja, schön. Bruce hat einen Elektro-Tacker mit Gas Blubeck. Komm, lass uns nochmal schnappeln. Geil. Und zack, offen. Cool, das war's von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft mit dem GBLS DAS GDR15. Mega teure Airsoft und zum ersten muss ich ehrlich sagen, ein Elektro-Tacker mit Blubeck und einem Feeling, was so ja, an die Gas-Blubeck ranreicht. Wir haben hier nicht ganz das Gas-Blubeck-Feeling, aber man ist hier wirklich richtig nah dran und das ist für mich ja schon mal was wirklich Besonderes. Denn so gesehen, technisch ist das alles hier Elektro-Tacker-mäßig ja stehen geblieben. Es gab irgendwie nichts groß Besonderes, vielleicht doch das AES von Tokyo Barui hier, dieses Automatic Shotgun, Electric Shotgun System oder wie das heißt. Das Teil ist ja auch nochmal, ja wirklich eine Innovation, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie es performt. Ich hoffe, euch hat das Auspackvideo hier gefallen und ihr konntet euch so einen kleinen Mini-Eindruck hier mal machen von diesem DAS-System. Ich werde es jetzt testen und dann, wie gesagt, kommt demnächst das Review dazu. Macht's gut, meine Freunde. Wer mich noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Filmchen wieder. Bleibt mir bis dahin gesund. Euer Elektro-Tacker-Bruce. Tschüss.